Hi, ich bin's wieder. Ich begrüße euch herzlich und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht wisst ihr es schon. Am Sonntag feiern wir Misericordias Domini. Das ist ein besonderer Tag. Ein Tag, an dem wir uns an die Barmherzigkeit Gottes erinnern und auch darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. In der heutigen Welt wird Barmherzigkeit oft als Schwäche angesehen. Wir leben in einer Gesellschaft, die oft auf Macht und Kontrolle ausgerichtet ist. Wir sehen uns täglich mit Gewalt, Hass und Ungerechtigkeit konfrontiert. Ja, es scheint, als ob die Welt ohne Barmherzigkeit auskommt, als ob es ein Zeichen von Stärke ist, hart und unnachgiebig zu sein. Aber Misericordias Domini erinnert uns daran, dass die Barmherzigkeit Gottes die Quelle unseres Glaubens und unserer Hoffnung ist. Sie ist aber auch eine Kraft, die unser Leben und unsere Welt verändern kann. Im Psalm 23 lesen wir, dass der Herr unser Hirte ist und dass es uns an nichts fehlen wird, dass er uns zu einer grünen Aue führt und ruhen lässt, dass er unsere Seele erfrischt und dass er uns um seines Namens willen auf einen rechten Pfad führen wird. Das bedeutet, wenn wir durch ein dunkles Tal gehen müssen, also wenn Not, Verzweiflung und Sorgen schwer auf unserer Seele liegen, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn er ist bei uns. Sein Stecken und Stab trösten uns. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Wir dürfen daran glauben, dass er uns durch die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens begleitet und bei uns ist, auch in den dunkelsten Momenten. Er lässt uns nicht allein. Im Gegenteil, er gibt uns Trost und Hoffnung. Darum sind wir auch aufgerufen, uns an der Barmherzigkeit Gottes zu orientieren und sie in unserem eigenen Leben und in unserer Welt wiederzuspiegeln. Wir sind aufgerufen, den Armen und Bedürftigen zu helfen, unsere Mitmenschen zu trösten und zu achten. Jesus selbst hat uns dazu aufgefordert. In der Bergpredigt sagt er: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, wenn wir barmherzig sind, erfahren auch wir Barmherzigkeit anderer. Wenn wir anderen helfen, werden wir selbst Hilfe erfahren. Wenn wir diejenigen trösten, die traurig sind, werden auch wir getröstet werden. Misericordias Domini ist also der große Tag der Hoffnung und der Barmherzigkeit. Das wäre doch tatsächlich mal ein Versuch wert, zu versuchen, jeden Tag barmherzig zu sein. In diesem Sinne bleibt behütet, habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.